erwischt. Ich sehe Sie gerade hier am Stand von Matthias Höfflin seine Weine probieren. Weshalb denn? Ich bin ein großer Fan von handwerklich gemachten, ehrlichen Weinen, die, wo ein Mensch hintersteht, der auf die beste Art und Weise das, was die Natur hergibt, was die Böden hergeben, auf die Flasche bringt, mit möglichst wenig Einsatz im Keller. Das hört sich interessant an. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin ausgebildete Sommelier. Ich war 12 Jahre auf Schloss Hugenpott in Essen-Kettwig und habe mich aus dieser Angestellten-Tätigkeit selbstständig gemacht mit meiner Firma Tresorat in Essen und mache dort kleinen Fachhandel mit solchen handwerklich gemachten Weinen und gebe Weinseminare für Endverbraucher und mache zusätzlich ein bisschen Gastronomieberatung und moderiere Veranstaltungen rund ums Thema Wein. Und wie viele Weine haben Sie im Sortiment? Ach, das sind vielleicht so 80 Weine. Es ist ein kleines Sortiment. Aber ausgewählte Weine, die mir Spaß machen und meinen Kunden dann auch. Gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke, das wünsche ich Ihnen auch.